Sind wir auch schon wieder zurück? Ja, die letzte Tour war ja in Mannheim. Da hat es ja fürchterlich geregnet. Und jetzt sind wir endlich wieder im Trockenen. Und jetzt schauen wir mal nach dem nächsten Auftrag. Ach ja, ich habe ja ein neues Headset heute bekommen und ich hoffe, ich höre mich jetzt ein bisschen besser an. Mit dem letzten Headset war ich nicht ganz so zufrieden. Ich hoffe, das merkt man jetzt auch. Und wir schauen jetzt einfach mal, was wir als nächstes ausliefern könnten. Kies von Luxemburg nach Amsterdam, das hört sich doch gar nicht mal so schlecht an. Erwartet zwischen 1 und 19. 4.918 Euro, fast 5.000 Euro. Ja, ich denke mal, das machen wir einfach mal. Fahren wir mal nach Holland und bringen den Kies dahin. So, 21:32 Uhr abends und das ist der LKW. Aber erstmal machen wir jetzt das schöne Licht an. Abblendlicht auch an, sehr schön. So, und dann könnten wir mal starten, würde ich sagen. Los geht's. Alles schön beleuchtet hier. Und jetzt gehen wir einfach mal rein. Sieht schick aus hier. Aber irgendwie spinnt der Blinker ein bisschen, kann das sein? Hört sich ein bisschen komisch an. Aber macht ja nichts. Hauptsache er blinkt. Ja, in den Rückspiegel seht ihr auch links, dass alles schön beleuchtet ist am LKW. Ich kann das euch nochmal kurz zeigen. Von hinten. Wie es aus dem Rückwärtsgang einliegt. Ja. Sehr schick. So, weiter geht's. Jetzt müssen wir mal wieder rechts fahren. So, dann wollen wir mal. Hoppala. Oh, 334 Kilometer sind's. Ist schon ein bisschen was. Aber abends fahre ich gerne. Oh mein Gott. Shit. Da habe ich nicht aufgepasst. Ich glaube, 1% Schaden haben wir bekommen. Jetzt müssen wir erstmal hier rüberfahren. Nicht so einfach, nicht so einfach. Aber ist ja noch alles gut gegangen. Er ist ja jetzt nicht Schrott. Der Tank ist auch noch halb voll. Das ist super. Na, später werde ich mir auf jeden Fall Lenkrad noch holen. Da kann man besser mit lenken als mit der Tastatur. Vielleicht mache ich dann auch nicht so viele Unfälle. Werden wir sehen. Was macht er denn hier? Steht einfach da rum? Achso, der will da rein.
wollte da rein. Ja, jetzt fahren wir hier hinter dem Auto und dem LKW her. Naja. Ach, der andere LKW war tanken. Das müssen wir jetzt nicht. Vier Stunden dauert die Fahrt. Prost Mahlzeit. Aber es ist die längste Fahrt, wo wir jetzt unterwegs sind, meine ich. Mal ein bisschen langsamer fahren hier. So, zeige ich euch das mal von draußen auf der Straße. Oh, er ist jetzt an zum Überholen. In der Kurve, der ist ja mutig. Schade, ich dachte, jetzt kommt Gegenverkehr. War wohl nix. Hätten wir mal was zu sehen bekommen. Ich wollte ihn gleich auch gerne mal überholen. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Gib Gas! Klappt doch wunderbar. Und noch einen schönen Gruß hinterher. Na, jetzt haben wir gleich schon 23 Uhr. Hoppala. Huch. Glück gehabt. Ja, ihr seht auch die schönen Sterne am Himmel. Es ist auch sehr gemütlich hier in unserem LKW. Wenn ich nicht immer so beschissen fahren würde. Jetzt ist es aber richtig dunkel hier, sehe ich gerade. Wow. Ich würde mal sagen, wir machen mal eben. Kurz, das Licht an. Das Fernlicht. Oh, das sieht doch besser aus. Können wir ja schon fast die Sterne mit anleuchten. Sehr schön. Ja, unsere erste Nachtfahrt. So langsam kriegen wir alles zu sehen. Ich glaube, da war ich ein bisschen so schnell. Das war, glaube ich, ein Bahnübergang. Ja, eigentlich müsste ich jetzt das Fernlicht ausmachen. Aber jetzt lasse ich es mal an. Ah ne, jetzt mach ich's doch besser aus. Ich muss mir die ganzen Tasten auch noch woanders hin belegen. Ist ein bisschen umständlich. Oh, jetzt müssen wir rechts. So, jetzt kommen wir, glaube ich, gleich auf die Autobahn. So sieht's aus. Aber das mit den Sternen, das sieht echt schön aus. Coole Sache. Jetzt haben wir schon mal Regen gehabt. Jetzt fahren wir schon mal in der Nacht. Und hier schlafen die ganzen LKW-Fahrer. Und wir müssen leider noch fahren. Aber das machen wir auch gerne, weil wir wollen ja uns später auch einen schönen LKW kaufen. Schönes LKW. Ganz genau. Amsterdam geradeaus. Ja, dann zeige ich euch den mal von außen. Bei Nacht, auf der Straße. So sieht's aus.
Jetzt haben wir noch 200 Kilometer vor uns. Und jetzt müssen wir nochmal abbiegen. Ach nee, wir sind ja schon auf der Straße. So. Oh, ist das eng hier. Mein Gott. Schon Mitternacht. Ganz, ganz dunkel hier. Was leuchtet denn da hinten so hell? Jetzt ist es weg. Ach, der Mond ist das. Ja, ein großer Mond. Wahnsinn. Cool gemacht. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir ein bisschen Verkehr hier auf der Autobahn. Jetzt kommen wir gar nicht so schnell hier voran. Aber haben wir mal eine gemütliche Fahrt vor uns. Und aufpassen muss man ja immer. Ja, ich glaube, ich überhole den mal. Hinten kommt ja auch gerade keiner. Oh. Das haben wir ja schon mal gut hinbekommen. Den überholen wir auch noch. Eigentlich fahren wir schon viel zu schnell. Ich glaube, man darf nur 80 fahren. Auf der Autobahn mit dem LKW. Aber sonst kommen wir ja nie an. Hier schon mal schön was beleuchtet. Jetzt sind es noch 143 Kilometer. Hey, waren wir nicht gerade schon mal? Das sieht ja gleich aus. Nicht, dass wir hier im Kreis fahren, du. So. Nächster Überholvorgang starten. Komm, gib Gas. So. Jetzt haben wir gleich schon 1 Uhr. Zeit rennt aber auch. Amsterdam, Groningen geradeaus. Wir waren schon fast mit 100 km/h hier unterwegs. Überholen wir da auch nochmal. Ach ja, wir müssen ja auch die Pausen einhalten, aber ich glaube, jetzt noch nicht. Da kann ich mal eben kurz nachgucken.
glaube, stand. Wo stand das? Der nächste Pause in 7 Stunden. Das kriegen wir hin. Sollen wir wieder aufs Navi schalten? Hopsala. So. Aber schöne Strecken hier schon mal. Endlich mal ein bisschen Abwechslung, als immer nur in Deutschland rumzufahren. Sieht immer alles da so gleich aus. Ich fahre aber auch hier schon wieder, also. Ich sollte mal auf meiner Linie bleiben. Ah, hier ist nur 100. Nicht, dass uns hier gleich noch so ein Blitz entgegenkommt. Da macht's bling. Und dann sind die nächsten Kröten weg. So. Nächste LKW.